Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was der Unterschied zwischen freien, gebundenen und ungebundenen Variablen ist. Das Thema kenne ich aus der Mathematik, Datenstrukturen, Computersysteme, Datenbanken wird immer öfters mal benutzt. Und hier mal kurz zur Aufklärung. Wir können direkt von Anfang an dieses Ding hier wegstreichen. Warum? Weil frei und ungebunden, ups, wir können auch hier so ein Gleichheitszeichen dazu machen, nämlich einfach dasselbe ist. Das heißt, die Frage, die wir eigentlich nur klären wollen, ist der Unterschied zwischen einer freien Variable, was ist eine freien Variable und was ist eine gebundene Variable. Dazu, lasst euch von den Dingern hier nicht verwirren, habe ich hier oben mal die verschiedenen logischen Symbole dargestellt und hier ganz vorne sind die sogenannten Quantoren und die bestimmen, ob eine Variable frei oder gebunden ist. Und um mal kurz der Erklärung vorwegzugehen, eine gebundene, wir machen erstmal die gebundene Variable, ist die Variable, die innerhalb des Wirkungsbereichs von einem Quantor ist. Also von einem von diesen zwei Dingern hier. Und die freie Variable ist die, die eben nicht in dem Wirkungsbereich ist. So, wem das reicht, der kann jetzt schon ausmachen. Ansonsten jetzt kommt nochmal die Erklärung dazu. Zum Beispiel können wir ja schreiben, für alle x gilt px. Um jetzt zu gucken, ob dieses x frei oder gebunden ist, müssen wir gucken, wo ist denn der Wirkungsbereich von diesem Quantor hier. Und dann stellen wir fest, der Wirkungsbereich ist genau dieses Teil hier und stellen fest, okay, das x ist eine gebundene Variable. Wir können genauso gut sagen, es gibt ein x und für das gilt py. Und dann stellen wir fest, wieder, wo ist der Wirkungsbereich des Quantors? Ist wieder genau an dieser Stelle. Also ist auch das y gebunden an den Quantor. Ich mache jetzt mal den Pfeil direkt auf den Quantor. Wir sehen hier auf jeden Fall den Unterschied, dass das y nicht in dieser x-Version, also das hat nichts mit diesem x zu tun, auf jeden Fall nicht. Das heißt, jetzt mal rein theoretisch könnte man das auch einfach abkürzen und PY schreiben. Man kann den Quantor einfach weglassen. Das ändert aber in unserem Beispiel nichts an der Tatsache, oh, das können wir auch noch wegmachen hier, nichts an der Tatsache, dass unser Y hier gebunden ist. Warum? Weil es ist im Wirkungsbereich dieses Quantors. Da machen wir mal ein paar Gegenbeispiele. Zum Beispiel für alle x gilt P von x. Wir klammern das mal ein, damit das ein bisschen deutlicher wird. Und Q von x. So. Wie sieht es hier aus? Die Frage ist, genauso wie bei allem anderen immer, wo ist der Wirkungsbereich des Quantors? Und wir stellen fest, der Wirkungsbereich geht genau bis hierhin. Geht genau bis hierhin. So, gutes Deutsch bitte. Das heißt, dass dieses x tatsächlich gebunden ist an den Quantor. Aber dieses x, obwohl es jetzt denselben Namen hat, hat erstmal auch nichts mit diesem x hier vorne zu tun. Aber wir stellen auf jeden Fall auch fest, dass das Ding hier hinten quasi, ich sag mal, sein eigener Wirkungsbereich ist. Wir können auch hier nochmal hier so eine gestrichelte Linie machen. Das bedeutet, dass dieses x hier ungebunden ist. Beziehungsweise ist es frei. Also wir können hier auch nochmal gebunden dazu schreiben. So. So, nachdem ich das jetzt so ganz schön hingeschrieben habe, machen wir den ganzen Gekrickel hier aber wieder weg. Dann spare ich mir das Neuschreiben. Was wäre denn jetzt als Frage mal, wenn das Ganze so aussieht? Was ist jetzt, ich mache das nochmal weg hier, damit wir uns nicht verwirrt fühlen. Welches x ist gebunden? Welches ist ungebunden? Wir stellen fest, wieder geht der Wirkungsbereich hier hin. Das heißt, das x ist tatsächlich wieder gebunden, obwohl keine Klammern da sind. Und obwohl keine Klammern da sind, gilt auch das hier wieder als ungebunden. Ich schreibe jetzt mal nur hier un rein und hier gebunden. Das heißt, hier an der Stelle von dem und wird quasi der Wirkungsbereich des Quantors wieder aufgehoben. Wenn ich jetzt machen wollte, dass beide gebunden sind, dann müsste ich darum nochmal Klammern setzen. Wir machen die mal in blau. Und zwar so und so. Und dann wäre es tatsächlich so, weil da jetzt die Klammern stehen, dass beide gebunden sind, weil der Wirkungsbereich nämlich dann der komplette eingeklammerte Bereich ist. Können wir die auch nochmal wegmachen hier. So. So, das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen wollen, ob eine Variable frei oder ob sie gebunden ist, dann müssen wir uns nur überlegen, bis wohin geht der Gültigkeitsbereich oder nicht der Wirkungsbereich des Quantors. Das ist die einzigste Frage, die wir uns dabei merken müssen. Um ein bisschen Verwirrung zu stiften ja mit Ü, gucken wir uns einfach auch nochmal das hier an. Das ist das Beispiel von eben. Und wir könnten auch sagen, und für alle x gilt auch noch q. So, an sich erstmal eine coole Sache. Jetzt machen wir darum nochmal Klammern. Jetzt ist die Frage, was ist der Gültigkeitsbereich dieses Quantors? Tatsächlich, ich meine, wir haben ja die Klammern, scheint es ja ganz klar zu sein. Okay, das ist der Gültigkeitsbereich, das stimmt auch. Aber wir haben jetzt hier die Besonderheit, dass hier nochmal ein neuer Quantor steht, der seinen eigenen Gültigkeitsbereich aufreißt. Und obwohl hier auch ein x steht, hat das x nichts mit dem zu tun.
Das heißt, der eigentliche Gültigkeitsbereich dieses Quantors ist nämlich genau nur, ich mal's mal so aus. Ah, ich habe eine bessere Idee. Guck mal, hier haben wir sogar Textmarker. So, das ist der tatsächliche Gültigkeitsbereich, Wirkungsbereich dieses Quantors hier. Und hier in der Mitte, hier innen drin, ist eben der eigene Wirkungsbereich des eigenen Quantors. Ändert allerdings trotzdem nichts an der Tatsache, dass das X hier tatsächlich gebunden ist und das X hier nämlich auch gebunden ist, denn es steckt ja in diesem Wirkungsbereich von diesem Quantor hier drin. Das heißt, sie sind trotzdem beide gebunden, aber man muss halt aufpassen, okay, der Wirkungsbereich geht trotzdem nur bis hier. Das ist jetzt weniger, ist ein bisschen off-topic, könnte man sagen. Aber das nur so am Rande. Damit sollte das hoffentlich klar geworden sein.